Hallo liebe DTM-Fans, wir sind dieses Rennwochenende in Zandvoort in der Nähe der Dünen und zwar am Strand in Holland. Und was heißt das am Strand? Das heißt, ich möchte ans Wasser und dafür habe ich einen prominenten Starter aus dem DTM-Feld, Ralf Schumacher. Grüß dich. Hi, wie geht's dir? Sehr gut und ich freue mich, du nimmst mich jetzt mit zum Strand. Wir gehen mal ein bisschen spazieren. Wir suchen auf unserem rasenden Gefährt hier und werden mal Richtung Strand. Wir haben ja nicht so weit. Los. Ja. Ja, Ralf, vom Winde verweht. Wir sind jetzt direkt neben der Rennstrecke. Seit dem letzten Rennen sind 3 Wochen vergangen, eine lange Pause. Du hattest Geburtstag in der Zwischenzeit. Wie und wo, mit wem hast du gefeiert? Gefeiert habe ich diesmal gar nicht, sondern nur, wir waren nett Abendessen mit ein paar Freunden, also eine Handvoll Leute. Und das war es auch, weil eigentlich feiere ich nicht sehr gerne Geburtstage. Irgendwie wird man so schnell alt. Was feierst du denn gerne? Na, also ungezwungene Feste, die kommen ja immer. Also das ist ja auch eine DTM, das Schöne. Sonntagabend gibt es immer einen Grund, egal was für einen. Und die nutzen wir natürlich auch aus. Zurück zum Geburtstag. Was hast du von Cora bekommen? Wir hatten eigentlich Geschenkeverbot. Aber ich habe 2, 3 süße Kleinigkeiten bekommen, aber die gehören jetzt hier nicht hin. Das dachte ich mir fast. Man hat David noch nie an der Rennstrecke gesehen, deinen Sohn. Hat das einen Grund? Möchte er nicht kommen? Also ich könnte mir vorstellen, als Junge möchte er doch mal sehen, wie Papa Rennen fährt. Ja, aber das ist also wir haben uns eigentlich dazu entschieden, unser Kind nicht zu präsentieren in der Öffentlichkeit, weil wir eigentlich diese Unbeschwertheit nicht nehmen wollen. Und er würde natürlich gerne mitkommen. Und in der DTM ging es vielleicht auch ein bisschen leichter, aber trotzdem wollen wir ihm die Belagerung nicht zumuten. Und von daher haben wir es bis jetzt noch nicht gemacht, aber wer weiß, er wird ja jetzt älter und er hat ja auch immer mehr eine eigene Meinung zu dem Thema. Und vielleicht ist es auch irgendwann nicht mehr vermeidbar, wir werden sehen. Vielleicht fährt er ja selber irgendwann mal. Ja, ich meine, er fährt Go-Kart, aber wie das halt so ist, er spielt Golf, er spielt Fußball, er geht zum Judo. Also er macht im Moment viele Dinge, von daher ist es jetzt noch zu früh, dass man da was sehen könnte. Deine Frau Cora war ja schon öfter an der Rennstrecke. Was ist für dich angenehmer? Ist das eine Unterstützung für dich oder ist sie lieber, wenn sie bei David zu Hause ist? Natürlich habe ich sie gerne bei mir, aber bei David ist sie sicherlich besser aufgehoben. Und wir haben uns auch angewöhnt damals, wir haben David versprochen, dass eigentlich die meiste Zeit oder fast immer einer von beiden da ist. Und David ist es auch so gewohnt, bis auf die wenigen Formel-1-Rennen, als er noch jünger war und meine Frau öfter noch mit war. Aber dann hat es sich irgendwann rauskristallisiert, dass er das nicht mag und einen behalten möchte zu Hause. Und deshalb haben wir uns eigentlich dazu entschieden, dass wir alleine auf Rennen fahren oder wenn sie auch alleine auf Termin irgendwo hin muss. Deshalb sieht man uns fast nie zusammen. Dann wünsche ich dir viel Glück, Ralf, und alles Gute und dass du noch viele Feste feiern kannst. Dankeschön. Danke.